Recht herzlich willkommen zur 229. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir müssen schnell reinhuschen, weil wir schweben ja gerade mal nebenher. Was mir zwischenzeitlich mal noch in Erinnerung gekommen ist, wir können auch mal gerade das andere auswählen, um zu gucken, ob da Monopropylen oder was war es, was da reinkam, drinne ist. Wenn das da drinne wäre, wäre natürlich genial, dann können wir da steuern, ne? Aber sicher bin ich mir nicht, wahrscheinlich so abgespeichert, dass es nicht mit ist. Gucken wir mal. Nee. Alles klar, auch leer. Ja, das ist schade. So, aber hier ist sowieso empty. Das heißt, wir können da gar nichts machen. Aber was wir hier gerade noch machen, können wir vielleicht das Licht an. Und dann sehen wir wenigstens was. War das nicht hier irgendwie so mit... Ich möchte von hier steuern. Wo ist denn der Eingang jetzt? Ja. Früher ging das mal, ne? Boah, heute wohl nicht mehr. Wo ist denn jetzt hier die Tür? Also früher konnte man hier die Tür auswählen und dann konnte man rüber switchen. Aber so wie es aussieht, ist das jetzt hier irgendwie nicht mehr möglich, oder? Ja, nicht schlimm. Gehen wir halt über Space Center dann dahin. Einmal in die Kerbin-Station. Orbitalstation, ja, ist es. Wo müssen wir hin? Kommen wir jetzt hier. Zack. Dem ist dann halt schlechter. Das Gerät heißt Kerbin-Station. Kerbin-Station Relay. Da ist es. So, jetzt sollten wir da drinnen sein. Und irgendwo da unten ist unser Raumschiff, wo wir hin müssen. So. Den Navball nehmen wir jetzt mal gerade weg. Und wollen hoffen, dass wir da irgendwo hinkommen. Ja, eigentlich müssten wir schon so auch bleiben, wie wir gerade sind, ne? So, dann umdrehen. Ja, irgendwie sieht es so gerade aus, als ob wir da irgendwie, ne, nicht näher kommen. Es liegt aber daran, dass wir gerade, sag schon, so, jetzt sind wir da, so. Schwierig. Ne, wir müssen erstmal da in diese Richtung erstmal wieder brennen. Kommen zwar näher ran, das sieht aber nur so aus, weil wir unser Schiff gerade in die Richtung bringen, ne? So. Jetzt ist die Frage, da ist ein Dockingport und da ist ein Dockingport, ne? Jetzt drehen wir mal so rum. Und fliegen mal in diese Richtung. Und hoffen, dass wir jetzt mal so
da hinkommen. Meter. Ja. Wir sind definitiv falsch unterwegs in dem Sinne. Ich glaube, wir müssen mal so schauen, dass wir da noch hinkommen. Ne, wir müssen tiefer. Das jetzt mal so gerade einmal steuern. Ja. Wie bewegen wir uns zu dem Objekt? Das ist die Frage, ne? Es bewegt sich hoch. Das bedeutet, ich würde jetzt vielleicht noch mal einmal so brennen und dann hochgehen wollen. Das wäre jetzt so, wo ich sagen würde, boah, sieht top aus, ne? Aber, die Entfernung ist schlecht. So sieht's besser aus. Nee, das ist genau das Gegenteil, was wir machen müssen. Das Ding kommt höher, wir müssen also auch noch höher. Das müssen wir noch ausgleichen. So, jetzt ist es eigentlich ganz nett, ne? Wir kommen noch näher ran, ne? Sind relativ parallel zu dem. Das Teil geht aber noch höher, das heißt, wir müssen auch noch mal höher. So, wieder runter. Oder steigt er noch? Der steigt noch. Aber wir müssen so. Können aber auch noch ein bisschen in die Richtung, dass wir näher rankommen. Aber noch so. Und dann minimal einmal Schub geben. Ich glaube, nee, die Drehachse ist hier. Wir müssen definitiv noch höher. Wir können auch mit der Höhe gleichzeitig auch in diese Richtung noch ein bisschen. So. 13,2 steht da. Es ist aber fast nicht näher kommt. Ich würde sagen, wir müssen noch ein bisschen höher. Also drehen wir das Ganze um. Dieses hier ist ungefähr unsere Drehachse. Da müssten wir in einer Höhe mit dem gleich sein. Würde ich sagen. Dann müssen wir da unten auf 0 bremsen. Ist äußerst spannend, ich weiß. Aber
So ist das halt. Kommt es vor, als ob jetzt der Punkt ist, wo ich das vielleicht machen sollte. So, jetzt haben wir das. Jetzt machen wir mal nicht den Weg. Bleiben wir mal senkrecht zu dem. Ja, das passt schon so. Und jetzt drehen wir so rum, genau. Dann fliegen wir ein bisschen mehr in die Richtung. Hoffen, dass wir dann besser dahin kommen, ne? Und jetzt wird's gerade dunkel. Das ist schlecht. Aber das ist wieder mal so. So, jetzt schweben wir da dran, ne? Gut, dass wir hier ein bisschen Licht haben. Jetzt würde ich 180 Grad drehen. Und hoffen, dass das einigermaßen ist. So ist es gut. Das passt so, würde ich sagen. Er kommt noch näher, will ich hoffen, weil wir nicht 0,1 haben, sondern weniger haben. Aber der Abstand verringert sich trotzdem. Ich würde auch sagen, wir müssen ein klein bisschen tiefer dann. Ich würde mal jetzt schneller machen und gucken, wo wir hinkommen. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir müssen jetzt noch tiefer. Ich glaube noch ein bisschen vor. So, jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir jetzt hier einmal gucken. Okay, er bewegt sich jetzt leider zu uns. Aha, das ist voll doof. Ich habe gedacht, wir hätten noch Abstand. Haben wir aber nicht. Kommt er näher? Kommt er nicht näher? Schön wäre es, wenn wir jetzt mit der seitlichen Docking da dran kämen, ne? Aber das ist wohl nicht gegeben, ne? Wir stoßen jetzt auch gleich, glaub, an das Radar. Ich glaube, das hat Kontakt, oder? Ist die Frage, ob das jetzt kaputt geht oder nicht. Eigentlich müsste es. Ist auf jeden Fall da dran. Ich hoffe nicht, dass da jetzt irgendwie gleich was explodiert. Nee, geht wieder weg. Er drückt sich wieder weg. Ist kurz angedotzt und dann wieder ab. Würde ich jetzt sagen, ne? So. Wir haben nur diese Richtung. Das ist unser Problem gerade. Wenn ich jetzt nee. So drehen.
Wir hauen uns gleich noch die Dinge in Solarzellen ab und das wäre nicht so praktisch. Cool wäre jetzt zu sagen, wir drehen das so und dann schnappen die da gleich ein. Na? Geht aber nicht. Wenn er jetzt noch Treibstoff hätte, ne? Okay. Das bedeutet jetzt, wir drehen irgendwie so. Nee, so rum. Tja. Ist die Frage, ob da was gehen würde, den wegzuschubsen, ne? Wir haben gerade Kontakt gehabt. Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Ganz schwierig. Ich habe keinen blassen Schimmer, was wir hier tun, aber wir tun es einfach mal. So, jetzt sind die Luken gleich aneinander, oder? Und der andere dreht sich jetzt, oder wie? Kann ich jetzt hier irgendwo diese andere... Nee, die ist natürlich an einer Stelle, wo ich gerade nicht hinkomme, ne? Super, oder? Es ist krass, oder? Ich glaube, wir machen mal einmal kurz einen Schub dahin. Okay, gestaltet sich schwierig, sehr schwierig. Kommen wir näher? Nein, es geht weg, das Ding. Ah, jetzt sind wir erst auf 0. So, jetzt sind wir auf 1, wir nähern uns wieder. Wir nähern uns wieder.
glaube, wir müssen mal die Richtung zum Objekt ist das Entscheidende gerade, ne? Jetzt habe ich es auf jeden Fall so, dass ich erstmal weiß, wo ich hinsteuern muss. Wir hätten vielleicht eben in den Docking-Modus gehen müssen, ne? Kann das sein? Dann hätten wir das vielleicht auch hingekriegt. Okay, dann ist das halt etwas schwieriger. Ich denke, wir müssen jetzt mal gerade ein bisschen so. So. Oh nee, ne? Wenn der doch jetzt mal bitte da hingehen würde, wo ich möchte. So, jetzt haben wir wieder Kurs. Irgendwo scheint die Sonne auf jeden Fall rot. Nein, das war falsch. Müssen wir näher ran, ne? Ich glaube, wir bewegen uns jetzt gerade ganz langsam darauf zu. Hoffen, dass der irgendwann da ansaugt. Docking-Modus bringt, glaube ich, nichts. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Die sind auf jeden Fall am Ziehen. Wie wild. Oh, nee, ne? Wir waren kurz davor, wie wir gerade gesehen haben. Ja, das ist äußerst schade gewesen. Das ist äußerst schade gewesen. Der hat sich schon sozusagen uns genähert. Und ich würde sagen,
Wir sind jetzt gerade auf dem Weg und werden das in der nächsten Folge wieder angehen. Wir müssen nur gerade ein bisschen... Oh, das war jetzt voll zu viel. So, ganz schnell umdrehen. Einmal nach unten brennen. Meter. Machen wir bitte noch da. So, das ist schon okay soweit. Ja. Wir müssen gerade noch ein bisschen anders steuern. So. Oh, nicht so rum, andersrum, bitteschön. Kurz nochmal gucken, dass wir da nicht vorbeikommen. Oder schon vorbeikommen, ne? Ich glaube, wir müssen einmal höher. Das hat keinen Sinn. So, wir schweben da zu hoch vorbei. So, jetzt sind wir auf dem Punkt, wo wir wieder nah beieinander sind. Wir machen hier erst eine Pause. Ich würde sagen, ihr macht ein Abo, wenn ihr noch keins habt, damit ihr der nächsten Folge dann auch schnell wieder dabei seid. Und wenn euch die Folge gefallen hat, einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, damit ihr das nächste Video mitkriegt, wenn ich das hochlade. Alles klar, bis dann. Tschüss.